sind jetzt 7 Millionen. Die Einwohner und Einwohnerinnen sind überwiegend weiß. Als das Land nach der Wirtschaftskrise langsam wieder aufsteht, mischt eine Welle von Neuankömmlingen das soziale und kulturelle Leben auf. Die Truppen der Ballets Russes steigen für eine große Tourneereihe ab. Nie zuvor hat Australien so etwas erlebt. Diese weltberühmten Tänzer und Tänzerinnen sind ein internationaler Mix aus Russland, Polen, Frankreich, der Tschechoslowakei, Dänemark, Kuba und anderen Ländern. Ihre auffälligen Kostüme, aufwendigen Bühnenbilder und spektakulären Aufführungen haben einen grundlegenden Einfluss auf Australiens Kunst und Kultur. Die Faszination der Öffentlichkeit ist so groß, dass die Proben mit dem Ballettmeister Leon Wojcikowski 1937 für die Kinowochenschau gefilmt werden. Private Home-Stories zeigen die Künstler und Künstlerinnen, wie sie abseits der Auftritte die Gastfreundschaft ihrer australischen Gastgeber genießen. Einige von ihnen migrieren, beginnen in Australien ein neues Leben und trainieren eine neue Generation von Tänzern und Tänzerinnen. Ein Vorgeschmack auf die Zukunft. Als Australien die British Empire Games, die heutigen Commonwealth Games, in